Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wieder zwei Runden, nicht zwei, sondern erstmal eine Runde Bundesliga. Konzentrieren. Ich merke auf jeden Fall schon, dass die Konzentration so ein bisschen nachlässt an dem Samstag. Aber es sind halt immer noch 16 Spiele. Das heißt, sollte ich jetzt in der Aufnahme zwei schaffen, haben wir immer noch 14. Das ist halt schon recht viel. Aber ich habe jetzt Elite 3, habe ich, also ich meine, natürlich habe ich im Hinterkopf ein bisschen gehabt, ah, vielleicht schaffst du es direkt nochmal. Damit habe ich abgeschlossen. Das wird auch ein, das war ein schweres Spiel. Wenn ich gegen das verliere, mache ich mir auch keine Vorwürfe, weil super geiles Team. Und ja, ich habe jetzt schon mit Elite 3 abgeschlossen. Das heißt, ich kann ein bisschen befreiter aufspielen. Aber ich will trotzdem jetzt jedes Spiel weiterhin gewinnen. Ich will in jedem Spiel so gut wie möglich spielen und mich konzentrieren, auch in der Abwehr. Ich meine, drei Tore gefressen, zweimal 2-0, zweimal mit zwei Toren vorn gewesen. Da darf natürlich eigentlich nichts mehr anbrennen. Klar hatte der Gegner auch ein bisschen Glück, aber trotzdem darf da nichts mehr anbrennen. So oder so. Auch wenn der Gegner vielleicht Glück hatte. Abgefälscht, schade. Ist jetzt ein Einwurf für uns? Jo. Es ist nervig, dass das zu häufig klappt mit dem. Mit dem Rausspielen, mit dem gefährlichen Rausspielen aus dem Strafraum, weil der Pass ankommt. Man versucht einfach immer in diesen Passweg reinzulaufen und trotzdem kommt der Pass irgendwie durch. Ich weiß auch nicht. Aber da habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt läuft es so eine gerade Linie, jetzt ziehst du ordentlich auf, dann ist das Ding drin und er macht ihn dann mit seinem steigen Linken und der rutscht richtig schön drüber, sodass er sich nach außen dreht, perfekt in die Ecke rein und ein Tor. Unhaltbar. So, und jetzt konzentrieren, verdammt nochmal. Jetzt habe ich wieder Flügelwechsel gemacht. Konzentrieren jetzt nicht wieder. Irgendeine blöde Gegentorsituation generieren, sondern das 2-0 am besten machen. Das war aber auch übrigens schön den Fehler vom Gegner ausgenutzt zum 1-0. Gut gemacht von Sokrates. Jetzt rennen wir mal durch. Was macht denn der Trainer hier? Habt ihr den gesehen? Der hat mich ja gerade komplett verwirrt. Ach du Gott! Ich wollte gerade ausweichen, aber ich dachte, hä, wer ist das denn? Ich glaube, man kann durch ihn durchrennen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man kann durch ihn durchrennen. Aus der Drehung, aus der Entfernung. Das wäre es gewesen, wenn der reingegangen wäre. Eieiei. Okay, er lässt mich kurz spielen. Gefällt mir natürlich. Sehr geil. Oh mein Gott, so muss es sein. So muss ein Gelupfter sein. Ich hätte wahrscheinlich direkt schießen dürfen, sollen und hätte nicht den erst annehmen dürfen. Das war mein Fehler. Schön gemacht mit Bentaleb, Körper reingestellt. Aber wie gesagt, ich hätte halt direkt schießen müssen. Auch wieder schöner Freus. Nice. Schade. Geil gemacht von Sokrates. Ah, das hat zu lange gedauert. Keine Ahnung, wo er den hinspielen wollte.
Könnte man natürlich über einen Foul reden. Ich meine, ich muss auch nicht so. Ich darf nicht so kompliziert spielen, wenn ich 1-0 führe. Ist überhaupt nicht notwendig. Leichte Pässe spielen. Sehr gut. Nicht gut. Auch wieder ein schwieriger Pass, den ich da wähle, oder ein schwieriger Weg. Da muss ich nicht durch die Mitte gehen. Sogar als Stürmer voll gewertet, sehr gut. So, und jetzt mal wieder anständiges Spiel aufziehen. Der Pass sollte halt auf Reus gehen, deswegen hat mich das auch direkt wieder aus dem Konzept gebracht. Wenn der nicht hängen bleibt. Sehr gut von Bentaleb. Wieder hängen geblieben. Egal, sind der beste Spieler bisher, würde ich sagen. Haben es leider nicht perfekt ausgespielt. Aber jetzt, komm schon, Baby. Oh, wir haben nur zweimal geschossen. Ja, aber wie gesagt, wir haben es dann auch teilweise zu kompliziert gemacht. Das war unnötig. Aber wir haben den einen Fehler vom Gegner gut ausgenutzt. Und das war dann auch ein verdienter Treffer. Guter Schuss. Zum Glück halt flach und nicht platziert. Nur nicht platziert genug. Schöner Ball auf Reus. Er sollte nicht auf Vidal gehen, schade. Meine Fresse. Hätte gar nicht so gefährlich werden müssen, hat man auch wieder den Ball eher.
Geil. Naja, ist geklärt. Ich will den Spieler genau, um das abzudecken, und es klappt nicht. Oh, nice. Mali hat auch lange keinen Turm mehr gemacht, wenn ich mich erinnern kann. Vorlagen hat er halt gemacht ohne Ende. Abpraller, Dembele 2-0 und der Schuss vorher war von Mali. Naja, haben wir mal wieder ein ganz klassisches Abpraller-Lagertor geschossen, mit einmal wieder Zeit. Das sollte der Deckel sein, wenn es jetzt nicht Vogelwild zugeht. Aber ich würde gerne noch ein 3-0 machen, weil ein 2-0 haben wir letzte Zeit, ne? War nicht immer total souverän dann am Ende. Auch hier fand ich, ist sie nicht souverän runtergespielt, das Spiel. Aber ja, erstmal die Null gehalten. Gegner hat auch eigentlich nicht gefährlich weiter auf mein Tor schießen können. Und ich denke, das 2-0 spiegelt nicht ganz das Spiel wieder. Ich habe mir nicht so viele Chancen rausgespielt. Also, das 1-0 ist jetzt, denke ich, das 1-0 wäre okay gewesen, gerade durch die zweite Chance. Aber es war halt einfach nur ein abgeprallt Ding, darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem. Eigentlich geil mitgenommen. Schade, dass er nicht drinnen bleibt. Oh, ey, ich muss in solchen Situationen einfach wieder anfangen, direkt zu schießen. Warum will ich denn den Ball immer stoppen? Das Ding ist halt, wenn ich den Ball stopp und Ballkontrolle bekomme, dann schieße ich natürlich besser und das Tor geht eher rein. Aber das, wie man sieht, das Risiko ist einfach viel zu groß, dass der Gegner nochmal rankommt an den Ball. Und das ist einfach mein Fehler, den ich momentan immer mache. Dass ich ständig lieber den Ball annehme und versuche. Ach du Scheiße. Lieber den Ball annehme und versuche zu schießen, statt. Einfach Direktschuss. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass er reingeht, aber in solchen Situationen, wo der Gegner da ist, ist der Ball sonst einfach weg. Das muss ich mir wieder angewöhnen. Ich glaube, am Anfang habe ich das echt besser gemacht. Und häufiger vor allem. Dass ich wirklich dann den Direktschuss gesucht habe. Ach Mann, das ärgert mich. Zu weit. Er kam zwar schön durch, aber halt komplett zu weit. Schön gemacht von Hector. Schade. 87. Wenn er jetzt ein Tor schießen sollte, weil er hier wieder. Alter, wie mir das auf den Sack geht! Ich verstehe das nicht, warum das so oft passiert. Der Ball ist bei mir und er läuft aber einfach beschissen weiter mit dem. Muss ich da was drücken? Bin ich zu handlungslangsam? Irgendwas muss doch da sein. Das kann doch nicht sein. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das beim Gegner oft passiert. Vielleicht liegt es auch am Spielstil. Wir müssen irgendwie speziell spielen, damit das passiert. Flachschuss ins lange Eck. Sehr schön. Von Vidal. 3-0. Deckel. Und jetzt haben wir uns auch den Sieg redlich verdient. Oh, Mäusel. Muss mal einen Schluck trinken. Sehr gut.
dann doch klarer geworden am Ende als gedacht. Mal gucken, wer die ganzen Vorlagen gespielt hat. Wahrscheinlich hat wieder auch Mali irgendeine Vorlage gespielt und ich habe es nicht gemerkt. Tore, zweimal Dembele, einmal Vidal Vorlagen, einmal Reus, einmal Stindl und Mali nicht, okay. Können ja mal gucken, wie Mali steht zurzeit. Hat ein ganz klein wenig abgebaut, würde ich sagen, aber er hat auch in letzter Zeit durfte auch wieder nicht mehr schießen, also er kam nicht mehr oft zum Schuss. Und ich habe halt auch ab und zu einen Fehler gemacht, nicht direkt geschossen, sondern erst wieder annehmen, bla. 32 Spiele, wobei, so das sieht ja gar nicht aus. 25 Scorerpunkte. Wenn wir 4 abziehen, sind wir bei 25 Scorerpunkte in 28 Spielen. Ist halt super auffällig, wie viele Vorlagen er macht. Ja, das ist natürlich sehr gut. Also immer noch eine Spitzenquote. Ja, gibt es keinen Grund, das zu in Frage zu stellen. Der fühlt sich auch weiterhin ganz gut an. So, nächstes Spiel. Diesmal wieder Premier League. Das heißt wieder Kopfballgenauigkeit. Ich hätte halt gerne zwei ähnliche Spielertypen im Sturm, dass ich halt einfach weiß, dass ich mit dem ähnlich spielen kann. Das hat er. 18 Scorerpunkte in 19 Spielen. Wir müssen mindestens zwei abziehen. Ich glaube mindestens sogar schon drei. Also der hat jetzt auch die Quote erreicht, dass er mehr Scorerpunkte macht als Spiele. 18 Scorerpunkte in, ich würde mal sagen, 16. In 16 Spielen. Ich glaube, drei können wir abziehen. Okay. Schauen wir mal, ob er jetzt noch ein paar macht. Er hat ja auch im letzten Spiel oder das letzte Mal, als er Tore gemacht hat, hat er ja auch einen Doppelpack geschnürt mit dem Fuß. Und vielleicht macht er diesmal einen Dreierpack mit dem Kopf. Mal schauen. So, konzentrieren. Wir wollen das Spiel gewinnen. Okay, ist ein durchschnittlich gutes Team. Sturm ist aber richtig sick. Mit den Man of the. Na, of the Month. Spieler des Monats in der Premier League. Und dann halt auch Sanchez als er als linken Flügelstürmer. Oh, Son, ich sag ja, Son ist nicht vom Ball zu trennen. Du kannst machen, was du willst. Nehmen wir leider das Kopfballduell. Ah ja, nochmal angefangen zu grätschen. Oh nein, hat er den gerade in die Hacken gespielt? Ja, er hat. Egal, konzentrieren. Komm. Nichts passiert. Auf jeden Fall jemand, der ruhig spielt, wie es aussieht. Nicht so ein Aggro-Spieler. Okay, hat man sowieso ein bisschen Glück, wenn wir da im Ballbesitz geblieben sind. Was ist denn hier los? Zum Glück genau auf Schmeichel. Also darf man nicht vernaschen da auf der Seite mit Sanchez, das ist wichtig. Der wäre nicht rein. Ich hätte auch nicht gedacht. Dass dieses Kurzspielen so gefährlich dann wird. Warum abseits, Benteke? Was machst du denn? Sehr gut von Can, da war er mal. Da war Benteke irgendwie, ja, zu langsam. Keine Ahnung, was er da macht. Läuft nicht gut. Läuft überhaupt nicht gut.
schönes Ding auf Mané. Abgefälscht und er fängt ihn noch. Oh mein Gott. Obwohl der abgefälscht war. Da fällt mir auch ein, De Bruyne hat echt wenig Tore bisher gemacht. Da. Also er macht viele Vorlagen, vor allem durch seine... Sollte nicht dahin, er sollte einfach auf den Spieler, der komplett frei ist. Vor allem durch seine Vorlagen bei Flanken macht er halt echt schon viele Scorerpunkte bisher, aber... Tore hat er halt echt bisher wenig gemacht. Das ist ein bisschen... Elfmeter, oh mein Gott, Elfmeter. Er holt wenigstens den Elfmeter raus, nice. Das müssen wir aber auch machen. Konzentrieren. Wer hat da 88 stehen? Na, ist egal, trotzdem ist Benteke besser wegen seinem Champions League Style. Boah, unhaltbar, reingejagt, meine Freunde. Sehr gut. Und es sah nicht nach einem Tor aus, aber wir haben uns halt eine gefährliche Situation erspielt, Gegner faul und das war dann ein verdienter Elfmeter auf jeden Fall. Krass, unter die Latte gepresst, den hätte er niemals gehabt. Ja. So, Flanke auf Benteke. So, jetzt konzentrieren. Kein Gegentor fressen, noch eins machen. Was? Kein... Ich wollte gerade sagen, ist dann faul. De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Ich wollte ihn einfach nur straff vollspannen da reinjacken und es hat nicht geklappt. Schade. Okay, Konzentration. Ich war gerade echt wieder eine Sekunde abgelenkt. Was? Es war kein Foul und wir waren zuletzt dran? Wie geht das? Sehr gut von Smalling. Fuck. Gut gemacht von Gouye. So ein Lacker holt super schlecht den Torhüter raus und natürlich gibt es dann nur Alu. Oh. So schlecht den Torhüter da rausgeholt, so unglaublich schlecht. Krass. Warum gibt es da bloß Alu, ey? Naja, egal. Komm, wir haben uns eine gute Torschance rausgespielt, wir spielen noch so eine raus.
Abgefälscht, doppelt sogar. Aber auch wieder, denke ich, eine gute Situation gewesen. So, und jetzt machen wir hier schön mit dem Kopf rein. Komm, komm, komm! Ja! Oh. Oh, De Bruyne, du hast den Ball doch, De Bruyne. De Bruyne hatte den Ball. Wieder so eine Situation. TPU macht nichts, wenn ich sie nicht steuere. Fehler von Schmeichel. Okay. Das war ein schlechter Pass. Der dafür wieder gut. Nice. Zum Glück. Oh, da blockiert mich der eine Typ. Hat der eine Typ Benteke blockiert. Richtig geil. Emre Can, gut gemacht. So, das Spiel ist richtig eklig, deswegen werde ich jetzt auch mal gleich wechseln, glaube ich. Neue Power, die haben wir viel bei Mané gemacht, hat sogar Arnautovic noch mehr. Krasser Pass. Den er da mit der Hacke spielt. Schön gemacht von Ribéry. Hat echt keinen Körper, ne? Aber manchmal setzt er sich durch. Ich weiß nicht, wie das macht. Wieder kommen wir nicht frei zum Schuss. Fuck! Oh, dann schießen wir auch noch De Bruyne an, wie es aussieht. Oh nein, 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 nein. Genau das habe ich gemacht. Ich wusste es. Wir spitzeln den Ball raus. Ach, es ist scheißegal. Ich hab's ja selber gesehen. Scheiß Lackertor, was soll ich machen, Mann? Und dann alle aus dem Winkel. Oh. Bitter, das ist echt ein bitteres Gegentor. Ist er meiner Meinung nach auch nicht verdient, aber egal. Schöne Annahme von Ribéry.
Ja, ich wollte auf Upside spielen. Mal wieder der Falsche. Ich glaube, Emre Can stand in der Mitte, auf den wollte ich passen. Nice. Gut gemacht von Emre Can, trotzdem bleibt der Gegner am Ball. Wusste nicht, was er machen soll. Ja, da soll der Ball hin. Na, also, bam, 89. 2-1, Wechselspieler. Schön rausgespielt. Nicht irgend so ein Lackertreck, ey. Einfach durchkombiniert von außen und dann zack, ist das Ding drin. Geil. Einfach dranbleiben, ruhig bleiben, nicht aufregen. Ich meine, es ist 1-0, klar, das war ein Elfmeter, aber es war halt ein verdienter Elfmeter. Wenn er mich da nicht foult, macht wahrscheinlich De Bruyne, weil er hat sich nämlich gedreht und nicht erst geschossen, macht er da wahrscheinlich das Tor. Also ich hoffe es, aber wie gesagt, De Bruyne hat echt zu wenig Tore bisher geschossen. Das finde ich ein bisschen mau. Gerade im Vergleich zu einem Müller und jetzt vielleicht Stindl. So 90, jetzt lass natürlich nichts mehr anbrennen, sollte klar sein. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich würde sagen, es war auch verdient. In diesem Sinne würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Moment. Oh, Emre Can war sogar Man of the Match. Hat er vielleicht Vorlagen gemacht? Benteke macht ein Tor, Müller macht ein Tor. Ja, er macht eine Vorlage und Mané macht eine Vorlage. Also ich muss sagen, er ist mir jetzt doch, nachdem ich gesagt habe, dass er eigentlich nicht so geil ist, ist mir jetzt doch das ein oder andere Mal gut aufgefallen. Aber ich würde immer noch sagen, dass mir Gueye einen Tick häufiger aufgefallen ist. Also Emre Can ist ein guter Sechser, ist auch besser als Touré oder Kanté, aber er ist sein Geld auf jeden Fall nicht wert. Also wenn ich das vergleiche, wie gesagt, mit einem Vidal, mit einem Bentaleb, mit einem Verratti, also immer die Infos außerhalb Vidal, also Vidal, Second Info, Bentaleb, Third Info, Verratti, Info, Gonalons, Info, Tolisso, dann ist einfach Emre Can deine 400.000 und Info, 85er Info ist einfach nicht wert, die 400.000. Also wie gesagt, ich warte bisher. Es wird halt dauern, es sei denn halt, ich mach's, also wie gesagt, er ist gut, ich habe ihn jetzt einmal, scheiß drauf. Und ich mache es entweder so, dass ich ihn verkaufe und mich nach was anderem umsehe, wenn ich ihn mit Gewinn verkaufen könnte, zum Beispiel für 500.000 oder so. Oder ich verkaufe ihn halt, sobald ich die Kohle brauche, weil halt ein anderer geiler Inform Sechster kommt in der Premier League, den ich unbedingt haben will. Also nur so, ne? Also ihr wisst jetzt, wie es gemeint ist. So. Aber ich will halt jetzt ihn nicht verkaufen und dann vielleicht merken, oh, du findest aber gar keinen anderen, der ähnlich geil ist, weil er macht ja schon sein Zeug und vielleicht macht er auch in Situationen geile Sachen, wo ich halt gar nicht realisiere, dass er die macht und dass die anderen ein anderer nicht macht. Deswegen, ja, werde ich ihn schon erstmal behalten, aber er müsste halt, man muss sich ja halt noch angucken, er ist ultra schnell mit Shadow, hat 86 Defense, die wird noch geboostet durch Shadow, hat 88 Physis, 86 Pass, 85 Dribbling, da erwarte ich mir halt eigentlich mehr, aber naja, wie gesagt, ist jetzt nicht so ultra schlimm. Ich kann damit leben, aber De Bruyne, der macht echt zu wenig Tore. Der hat gerade mal 3 Tore in 20 Spielen. Sagen wir mal, wir ziehen 2 ab, 18 Spiele, 3 Tore. Klar, insgesamt 13 Scorerpunkte in von mir aus 18 Spielen ist halt wieder gut, ne? Aber er macht halt vor allem Vorlagen und viele davon einfach nach einer Ecke. Also es waren so viele Kopfballtore. Da hoffe ich mir eigentlich mehr, aber man muss halt zugeben, De Bruyne bringt halt wirklich die Ecken super konstant.
Also ich würde fast sogar behaupten, es ist derjenige, der bisher die konstantesten Flanken nach Ecken schlägt. Deswegen, ja, ist das dann eben einfach so. Okay, Azpilicueta, der gefällt mir sehr gut. Da gibt es jetzt erstmal keinen anderen Linksverteidiger, der da auf dem Plan steht. Ich glaube auch nicht, dass Van Aanholt mir besser gefällt. Der hier war bisher eigentlich immer schnell genug, Azpilicueta, und ist halt sehr, sehr zweikampfstark. Ist halt einfach einer dieser Außenverteidiger, die immer wieder negativ auffallen, wenn der Gegner die hat. Also das ist dann halt positiv für den Gegner, weil er halt gut verteidigt. So, hier gebe ich mal eine kleine Karte, weil vielleicht gibt es auch bald mal einen neuen Innenverteidiger. Mal gucken. Wobei Smalling ist halt, macht halt echt schon ein gutes Spiel, aber das Ding halt bei Smalling ist, 76, 62 Dribbling, aber ist nicht so schlimm, aber 56 Pass, man, die spielen halt einfach keine guten Pässe raus. Da bin ich halt auch Besseres gewohnt, ne? Wenn ich jetzt hier mir einen Sokrates anschaue. Okay. Aber ich glaube, bei Sokrates, der hat zwar nur 63 Pass auf der Karte stehen, aber ich glaube, der hat einfach keine gute Übersicht, aber er hat trotzdem einen guten Kurzpass und einen guten Distanzpass. Glaube ich. Vielleicht hänge ich mich auch gerade zu weit aus dem Fenster raus. Und Hummels hat halt wirklich einen sehr guten Pass. Ja, und Ried halt genau das Gleiche. Also 55 Pass, deswegen. Aber das ist egal. Er ist halt einfach ein sehr guter Defender. Smalling auch, aber wenn da mal was Besseres kommt, ich bin für alles offen. Bei De Bruyne ist halt das Ding. Da habe ich halt nur das Gefühl, da muss halt eigentlich mehr Torgefahr ausstrahlen. Da würde ich gerne was anderes probieren für die Torgefahr. Aber der hat halt einfach so viele Vorlagen und der bringt halt die Flanken so geil auf Benteke, die ja zurzeit auch wichtig sind. Also ich glaube, da würde ich. Was halt interessant wäre zu testen, wäre die Second Inform für Minho. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich zurzeit ganz zufrieden dadurch, dass De Bruyne halt die. Und er hat ja auch eine gute Scorerquote. Ich glaube, ich. Nee, ich glaube, momentan möchte ich dann niemanden anders testen. Da müsste jetzt schon irgendeine interessante Inform erscheinen, die ich mal testen will als ZOM. Ich glaube, der Inform Firmino ist auch recht teuer. Wir gucken mal nach. Und wenn, dann müsste ich den Firmino auch außerhalb der Weekend League testen. Ich habe eigentlich keinen Bock, den in der Weekend League zu testen. Dafür funktioniert einfach De Bruyne, was die Vorlagen angeht, zu gut. So, aber von dem müsste ja mittlerweile die zweite Inform geben. Bei euch vielleicht schon die dritte, keine Ahnung. So, 86er, ja, da ist halt scheiße teuer, ne? Viele spielen ihn auch als Stürmer, logischerweise, aber den kann man halt auch perfekt als ZOM spielen. 83 Tempo, 90 Dribbling, 85 Schuss, 87 Pass, 83 Physis. Ja, 209 ist aber 85er, 240, 220. Naja, spielt ja auch keine große Rolle, auf jeden Fall ist er halt relativ teuer. Das ist es mir eigentlich gerade nicht wert. Also, wie gesagt, und vor allem nicht in der Weekend League. Das müsste ich dann außerhalb der Weekend League mal testen. Und es sind halt, es gibt halt ZOMs, die schießen mehr Tore, wie der Müller. Es gibt ZOMs, die machen halt mehr Vorlagen, wie jetzt De Bruyne. Das passt schon. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Und ich denke, ich werde jetzt noch mindestens eine Aufnahme machen, wahrscheinlich mit einer Doppel, also wieder mit zwei Spielen. Und das würde bedeuten, wir wären zumindest auf 12. Das wäre schon mal cool, wenn wir auf 12 kommen und nur noch 12 am Sonntag haben. Das sollte dann möglich sein. Und vielleicht schaffe ich dann wirklich noch zwei zu machen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wie viel hatten wir? 23. Das heißt, wenn ich jetzt auf 12 gehe, habe ich heute 11 gemacht. Das ist schon mal gut. Und mach dann. Ja, das würde auch passen. Aber wir sehen es dann. Wir sehen es dann in der nächsten Aufnahme. Also dann liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.